runter. Nein, geh weg. Psst. So. Meine Damen. Hallo. Ihnen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ja, der eine ist da, der andere da. Morgendlichen Aufgaben sind schon erledigt, auch wenn da hinten wieder Kacke liegt. Das haben die gerade gemacht. Ich bin fertig, bin schon mit Endspurt sozusagen. Werde jetzt noch mal einmal die Hunde wässern, ihnen Wasser geben. Und dann ist wieder mein Frühstück angesagt. Es muss so halb neun sein ungefähr. Am Sonntag. Wunderschönes Wetter und es ist gar nicht schwül, jedenfalls im Moment nicht. Also ich hoffe, das bleibt auch so. Schönes Wetter, wenn es nicht schwül ist, ist gut, aber wenn das so drückend ist, na, kann ich gar nicht mehr ab. Tja, und wie ihr seht, fängt doch alles an zu grünen und zu blühen. Nur da unten, da will es noch nicht so recht. Eigentlich hätte ich das gerne, dass es da unten so ein bisschen dichter wird, aber da kann ich nämlich das schwarze Zeug abmachen. Da will es noch nicht so recht. Aber dafür schießt es in die Höhe. Ja, und die Geranien, weiß ich noch nicht so recht, was daraus wird. Das wird man sehen, die wässere ich gleich auch nochmal. Ja, und ansonsten, Alhamdulillah, ist alles heil geblieben heute Nacht mit Tür und so. Ich habe das eben in meinem Hundevideo, in meinem Kangal-Video schon gezeigt. Aber gerne für euch auch nochmal. Ich bin weiterhin sehr müde. Ich habe auch, weiß nicht genau, also ich denke mal, ich schlafe zu wenig. Ich schlafe sehr schlecht, wisst ihr ja. Und dafür, dass ich den ganzen Tag schon sehr viel mache und dann ja auch nachts viel mache, es ist einfach zu wenig Schlaf, ne? Denke ich mal. Also deswegen bin ich morgens so müde oder überhaupt müde. Kann natürlich auch mit meiner Schilddrüse zusammenhängen. Ihr wisst, ich habe Schilddrüsenunterfunktion, sprich, da ist sowieso schon mal Müdigkeit an der Tagesordnung. Die Werte waren aber letztes Mal relativ in Ordnung. Also da muss man jetzt medikamentös nicht nachwirken. So, ja, hier, Moment. Alhamdulillah natürlich, ne? Alhamdulillah, und Schilddrüse, du, das ist nicht so schön. Alhamdulillah, 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 ist alles in Ordnung. Hier, erstmal gucken wir, meine Blumen sind schön entfaltet. Die war ja gestern noch ganz zusammengeknödelt und heute haben sie sich schön gemacht und da haben meine Hunde auch gleich zugeschlagen. Ja. Hier ist jedenfalls Alhamdulillah, alles in Ordnung, alles heil geblieben und ja, die haben nur da hinten so ein bisschen das Plastikzeug da rausgerissen. Das hatte ich noch so in die Zwischenräume der Steine gestopft, damit sie nicht durchgucken können, aber das haben sie da jetzt wieder rausgeholt. Ja, jetzt werden die einen oder anderen sagen wahrscheinlich, oh, die armen Hunde, warum dürfen die nicht rausgucken? Habe ich schon mal erklärt, warum. Kann ich hier gleich nochmal ein Video zu machen. Genau. So sieht's aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute, was ich heute noch, I don't know. Ich denke mal, ich bleibe hier oben. Mein Hundefutter wird knapp. Ne? Ich habe ja den letzten Sack schon angebrochen. Wenn das passiert, habe ich echt Schiss. Ich werde mal versuchen, meinen Tierladen in Alanya, wir haben das ja in Alanya geholt, das Tierfutter, mal anzuschreiben. Er hat gesagt, wenn er ein Auto hat, liefert er das. Mal gucken, ob er das macht. Ich werde ihn mal anschreiben, das ist auch auf Instagram und dann schreibe ich ihn mal an und bitte ihn, dass er mir das herbringt. Mal gucken, vielleicht macht er das ja. Ansonsten muss ich in die Stadt. Ich habe ja noch Zeit für zwei Wochen. Also ich denke mal, mein Mann wird kommen bis dahin. Inshallah, aber trotzdem, ich habe lieber meine Sicherheit im Haus, ne? Nicht, dass ich da zu knapp werde. Ich hatte ja auch noch einen
Sack Hundefutter gekauft, normales Adult-Futter, aber das würde ich jetzt nicht so gerne geben. Also ich würde schon noch gern bei Trendline bleiben, bei dem Papi-Futter, also bei dem selben Futter. Naja, wir gucken mal. Was ist da los? Da ist doch gar nichts. Hm? Pasche denke ich auch, ich habe sowieso nichts gesehen. Ist mir doch egal jetzt. Na gut, dann kann ich gleich noch mal ein Video dazu drehen, warum die Hunde nicht rausgucken dürfen. So, es ist jetzt eine Stunde später. Ich werde jetzt meine Videos einstellen. Es ist ja 9:30 Uhr. Der Gärtmeister, der hat jetzt dieses Wagendach auseinandergebaut, was ich vom Müll hierher gezogen habe. Und ja, deswegen mal gucken. Er wollte jetzt noch was erledigen. Mal gucken. Ja, also ich werde jetzt auf jeden Fall mal hier ein bisschen klar Schiff machen und dann werde ich frühstücken. So, genau, das kommen wir hinten. Das nehme ich mit nach unten. So, das auch. Das kann hier hin. Das ein bisschen aufschlagen. Ich schwitze jetzt immer nachts. Es ist warm hier natürlich. Deswegen überlege ich ja auch nach unten zu gehen, aber ich kann mich immer noch nicht überwinden. Ne? Hier ist einfach, ich mag es hier lieber, was soll ich dazu sagen, aber das mit der Toilette unten, das ist natürlich immer ein Problem. Gut. Ja, aber ich glaube, er ist wieder weg. Naja, jedenfalls werde ich jetzt mal frühstücken. Und dann denke ich mal, ich werde nicht viel machen heute. Ich werde einfach aufräumen weiterhin. Ich habe hier noch eine Menge zu tun. So ist ja nicht, als hätte ich nichts zu tun hier. Und das würde ich dann machen. Die Wäsche muss ich nochmal wieder reinbummeln. Das habe ich auch nicht gemacht. Habe ich einfach alles wieder hier hingeschmissen. Jodin wird noch nicht optimal, da müssen wir noch mal ran. So. Meine Hundewäsche habe ich nass gemacht. Die muss ich noch mal eben hinhängen, damit die wieder trocknet bis heute Abend. Die muss ich eigentlich noch nicht wieder waschen. Ja, und dann frühstücken wir jetzt erstmal. Regnet. Nimm mal Schokolade. So sieht's aus heute. Es regnet. Ich habe mit der Family gesprochen. Und damit bin ich jetzt fertig. Jetzt werde ich weiter arbeiten. Ich habe ja noch, hatte ich das erzählt? Ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder so viel gedreht und weiß gar nicht mehr, was ich erzählt habe. Mit dem Gärtner noch gesprochen, der war ja da, habe ich das erzählt? Ja, ne? Und der hat gesagt, die Hunde werden schon wieder jeden Tag größer und sie werden auch dicker. Hat gesagt, die haben zugenommen. Ich fütter zu viel, sagt er. Und ich fütter auch das falsch. Ich soll die Hunde mit Knochen, mit Hähnchenknochen und mit Fleischwasser und so füttern. Habe ich gesagt, ja, Hähnchen, weiß ich nicht. Das vertragen die auch nicht so gut. Ne? Also ich habe ja auch die anderen gegeben, die Schafsknochen, die haben die auch nicht vertragen, die haben sofort Durchfall gekriegt. Also klar, sie sind es auch nicht gewohnt, aber ich weiß nicht, Hähnchenknochen, nee, also ich weiß, man kann, also alle hier geben ihren Hunden Hähnchenknochen, ne? Die Einheimischen, alle nehmen Hähnchenknochen für die
für die Hunde, aber voilà, ich habe Angst. Ne? Man, rohe Hähnchenknochen darf man wohl auch geben, ich weiß es nicht, aber nee, lieber dieses Futter, mir egal. Vor allen Dingen ist das ja auch mühsam, was ich denn jedes Mal hat gesagt, ein Freund, den würde dann, kann er das immer mitbringen, aber nee, und dann hast du mal die, nee, da muss man sich auch drauf verlassen, weil die müssen ja essen, also und dann wohin damit, das stinkt ja dann auch und so, also nee, lieber weiter mit dem Futter, obwohl ich mir jetzt schon immer wieder Gedanken mache, weil das Welpenfutter ist, alle, da wollte ich auch noch eine E-Mail, wollte ich noch hinschreiben, auf Instagram kann ich den anschreiben, ob er mir das Futter bringt, ne, muss ich nochmal machen, aber ich muss jetzt erstmal weiterarbeiten. Es ist nämlich 12:30 und ich bin immer noch nicht mit fertig mit dem Einstellen meiner Videos. Ich habe aber auch gedreht. Wie viele Videos habe ich gedreht? 2. Eins habe ich noch im Kopf, das will ich auch noch mal schnell abdrehen. Aber vorher muss ich das 1 Uhr Video einstellen. Also sonst vergesse ich das. Genau, also es regnet. Das heißt, der Wunsch nach unten zu gehen ist sowieso hinüber. Wollte ich ja auch gar nicht, wollte ja putzen und sauber machen. Das steht auch auf meiner To-Do-Liste. Ich, ja, also ich bin immer noch wankelmütig bezüglich nach unten gehen. Also jedes Mal, wenn ich hier hochgehe, denke ich mir, oh, ist das schön hier. Und jedes Mal, wenn ich unten reingehe, denke ich mir, nee, aber hier willst du jetzt eigentlich nicht bleiben. Aber wie gesagt, ne, es ist nicht immer der Wunsch dessen, was passieren soll, sondern meine Beine sagen, stopp, ich kann nicht andauernd die Nacht, also davon mal abgesehen, ne, je schwächer meine Knie und meine Gelenke und meine Beine werden, desto vorsichtiger gehst du ja auch die Treppen runter. Und dann kann das auch durchaus sein, dass du da im Dunkeln, weil ich mache ja auch nie Licht an, ne? Dass du da im Dunkeln mal die Treppen runterfliegst, weil du falsch auftrittst, ne? Also so ganz von der Hand so weit. Oh mein Gott, ist das nicht, ne? Guckt euch das mal an. Ja, da liegt mein Portemonnaie, weil ich habe eben die Rechnung bezahlt für den Gartenschlauch. Ich weiß nicht, wie viel Meter er gekauft hat, aber das könnt ihr euch ja ausrechnen. Ich habe 1054 Teller bezahlt. Und der Meter kostet 25 Teller pro, ne, dieser Gartenschlauch. Das ist aber auch nicht so ein Billo-Schlauch, schon sehr stabil, ne? Es gibt ja auch dünnere und komischere Gebilde. Ja, es ist auch ein riesenlanges Ding, also der kommt bestimmt auch bis zu den Hühnern rüber. Ich werde mir aber bei Zeiten, das ist auch ein doofer Zeitpunkt, ne? Eigentlich habe ich Verbot erteilt bekommen, den sauber zu machen. Zum anderen, habe ich jetzt gerade meine Allergie wieder, die zurückkehrt, ne? Das ist natürlich alles, weiß ich nicht. Aber einmal durchspritzen, ne? Das Problem ist, dass die Hühnerkacke ja auch klebt, ne? Die musst du erstmal abdingsen. Naja, mal schauen. Also das kriegen wir schon irgendwie hin. Inshallah, jetzt regnet es erstmal. Ich hoffe, dass meine Hühner ein bisschen sich mal duschen lassen. Das glaube ich aber nicht, weil da ist kein Huhn zu sehen im Garten. Ich glaube, die haben sich alle in ihre Häuser zurückgezogen. Wäre mal interessant, was die machen, wenn ich da hinkomme. Dann kommen die aber raus, du, egal. Ob es regnet oder nicht. Ich würde gerne, dass die einmal so durchgewaschen werden, wie der Hahn damals, ne? Naja, egal. Jetzt fangen wir an zu arbeiten. Und dann, ja, schauen wir mal. Ich glaube, ich mache dann unten das Schlafzimmer einmal sauber. Allah isen wir es. Und dann würde ich mal unten schlafen wollen. Ich wollte aber eigentlich auch meine Bettwäsche vorher waschen, aber ich habe ja dieses weiße Ding, ne, also dieses Unterdings habe ich ja gewaschen und ja, also eigentlich das rosane Zeug unten ist auch gewaschen, hat ja niemand drauf geschlafen, also dieses Bett, dieser Bett, Spannbettbezug, na, den kann ich eigentlich benutzen. Naja, gucken wir mal. So, ich werde jetzt mal den Schlauch hier anschließen. Der Regen hat aufgehört und jetzt sieht das Meer wieder richtig blau aus da hinten. Guck mal, aber da sieht es schon wieder sehr grau aus und unruhig wieder so ein bisschen. Ja, also Schlauch einmal anschließen, den habe ich jetzt hier hochgebracht. Den werde ich einmal putzen. Zumindest versuche ich es mal. Mal gucken, ob das Ding da dran geht. Wenn nicht, dann muss ich das abmachen hier. Das muss wahrscheinlich dann da dran. Kann das sein? So. Das sind wahrscheinlich alles verschiedene Dinger hier. Ja, ich mach das ab. Dann mache ich den da dran. So.
Ja, ich gehe das nicht ab. Das ist sehr eigenartig. Dann machen wir das anders, nämlich so. Thank you.
Ich werde jetzt auch mal meine Wäsche nicht mehr hier oben aufhängen, sondern werde ich alles wieder unten machen. Ist ja auch blöd, immer hochzuschleppen. Naja, unten hängen. Wenn ich hier nicht mehr schlafe, dann gehe ich auch selten hier. Deswegen alles einmal umräumen. Hat aufgehört zu regnen, wirklich, sieht richtig schön da hinten wieder aus. Habe ich sauber gemacht. Und wer denkt, war jetzt die Automaten, ne?
öffnete sein Geist auf, 3:36 und war auch fertig. Dann werde ich mal versuchen, jetzt hier so eine Ding zu bauen, so eine Ranke zu bauen für die Strom. Für die Korken. Die ich ja hier habe. Guck, da will ich jetzt mal versuchen, was zu bauen. Gurken. Das Einzige, was gelungen ist jetzt hier. Das versuche ich jetzt mal hier irgendwie zu machen. Ich weiß noch nicht wie, aber da fällt uns schon was ein. Ne? So. Hier steht aber nicht gut. Guckt mal, ist das nicht herrlich. Lädt schon fast wieder ein, um runter zu gehen, ne? Aber nein, es ist zu spät. Hühner, die wursteln da rum, die haben das jetzt ganz toll gefunden, dass da hinten, wo das ja verbrannt war, jetzt alles voller Erde ist. Und die sind da richtig am Graben gewesen eben. Aber gerade sehe ich keins. Kein Huhn in Sicht. Man hört sie nur. Da ist ein, das kleine Huhn ist da. Guck mal. Das läuft da rum. Die dicken, fetten Zitronen. Ne? Ich habe dem Gärtner gesagt, er soll die mitnehmen, aber ja, der wollte auch jetzt nicht nach Hause. Macht er dann nachher sicher. Gut. Dann müssen wir uns jetzt hier was ausdenken wegen den Sachen. Mal gucken, wie ich das mache. So. Sonne kommt wieder raus. Ne? Hier habe ich ja so ein Band. Das könnte ich mal versuchen. Hier, das brauche ich sowieso nicht als Ranghilfe. Aber ja, einfach mal so. Ne? So viel haben wir ja nicht. Wenn ich das hier anbinde, dann hätte ich doch eigentlich schon mal. Oder erstmal da unten, dann kann ich das direkt da erstmal unten. So funktioniert es ja auch nicht. Ich habe nämlich kein Band mehr. Das ist ja, oder ich müsste dieses Wäscheband nehmen. Das könnte ich auch machen, will ich aber nicht. So. Dann so als Ranghilfe benutzen, habe ich mir überlegt. Mal gucken, ob das geht. Nee, das geht so nicht. Dann müsste ich vielleicht noch da irgendwie. Oder hier. Versuche ich mal. Moment. Tiefer. Ich müsste dann doch irgendwie so ein Band haben, glaube ich, dass das festhält. Ne? Dass das dann hier hochzieht. Erstmal ein Band nach der Reihe. Ob ich im Garten vielleicht dieses Plastikband benutze,
was ich da überall habe. Also, dann könnte ich das hier halten. Nee, das ist auch dumm. Es muss irgendwie so nach oben, ne? Was ist, wenn ich das hier drauf stelle, fällt dann runter. Auf den Stuhl vielleicht stellen oder auf den Tisch. Müsste dann höher, ne? Logisch. So irgendwie. Aber wie? Reicht das dann? Nur meine Schuhe, die so komische Geräusche machen. So. Dann. Ja, so wäre ideal, ne? Muss ich dann da einen Stuhl hinstellen? Muss ich da einen Stuhl hinstellen, ne? Ja, ich werde da dann einen Stuhl hinstellen, Martin. Kartoffeln. Hier weiß ich auch nicht, ne? Was mit der Kohlrabi ist, I don't know. Man jetzt mit so einem Bindfaden einmal festbinden. Den hole ich mal eben so einen Garn.